EA Games. Challenge everything. Die Wagen in diesem Spiel können sich im Aussehen und Leistung von realen Wagen unterscheiden und der Fahrer in diesem Spiel hält sich nicht unbedingt an die Verkehrsrichtlinien. Das war zu viel Text. Need for Speed Underground benötigt ein Profil, um den Fortschritt festzustellen. Möchtest du jetzt ein Fahrerprofil erstellen oder laden? Jo! Profil erstellen. Ich nenne mich mal... einfach so. Möchtest du die Funktion automatisch speichern aktivieren? Jo. Speicherung erfolgreich. Sehr schön. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Ja, nach Need for Speed 6 Hot Pursuit 2 geht's jetzt weiter mit Need for Speed 7 Underground 1. Und eins meiner Lieblingsspiele. Mann, hab ich das gesuchtet. Haha. Ich hab's ja schon mal angefangen zu Let's Playen auf dem Computer. Um dann ungefähr nach der Hälfte, nachdem ich die Hälfte des Spiels durch hatte, festzustellen: Scheiße! Die Aufnahmen sind ja gar nicht geworden. Da hat nämlich immer das Bild vom Spiel mit dem Desktop-Hintergrundbild immer so schön absicht abgewechselt. So, das hatten wir schon. Das können wir alles überspringen. Das heißt, das konnte ich alles komplett wegschmeißen. Und dann konnte ich nochmal von vorne anfangen. Und dann dachte ich mir, ach, dann fängst du halt auf der PlayStation bei Teil 1 an. Oder zu 2 in dem Moment, glaube ich. Und jetzt sind wir endlich bei Teil 7 hier angekommen. Und wir gucken einfach mal an die Optionen. Ich mache mal hier ein bisschen den Sound ein bisschen niedriger. Audio ist ein bisschen runter. Wagenlautstärke auch ein bisschen runter. Reifen sowieso runter. Es wird nach wie vor Mono. Da nützt mir auch THX nichts. So, hat er sich das jetzt auch gemerkt? Hat er sich gemerkt? Wunderbar. Kamera. Bewegungskamera. Nah. Stoßstange. Weit. Weit natürlich. Sprungkamera interessiert mich relativ wenig. Wagen, Gangschaltung, Automatik, Traktionskontrolle ein, das ist wichtig, sonst haben wir ein ziemliches Problem. Controller. Vibration aus, geht sowieso nicht. Wie kann man denn hier Gas geben? Also Gas geben ist X, Bremsen ist Viereck, Kamera, zurückblicken. Handbremsen ist R1. Ja, gefällt mir besser. Wie ihr das merkt hier? Ja. So, was haben wir hier noch? Anzeige. Steigenkartung 3D. Kilometer pro Stunde ist richtig. HUD Spieler 1. Armaturen, Position, Rundeninfo, führender Punkte. Alles wunderbar. Bildschirmposition horizontal. Good tonight. What? I need to see you break it down. Like this. Man, over to the front.
Müsst jetzt etwa hinhauen? Vertikal. Müsste jetzt in etwa stimmen, relativ mittig sein. Farbkalibrierung. Was haben wir denn hier? Wenn du nicht Spiel Underground-Logo in schwarzen Box sehen kannst, musst du die Helligkeit deines Fernsehgeräts runtersetzen. Ich kann es sehen. Aber das ist auch gut so. Dann kriege ich nämlich die Kurven noch mit. So, EA-Tracks. Jetzt geht's los. So, da können wir alle machen. Crystal Method, das können wir drin lassen. Ranzig lassen wir drin. Rob Zombie sowieso. Das lassen wir drin. Static X auch auf jeden Fall. Broken Promises, das lassen wir drin. Hotwire lassen wir drin. Story of the Year. Andy Hunter. Junkie. Fuel. Doch, das können wir auch drin lassen. Flug sowieso, Lost Profits, immer gut, Overseer, Glitterball ist gut, das ist gut, das machen wir aus, das machen wir aus, ich kann Hip-Hop nicht leiden. Das können wir machen, das lassen wir mal im Menü, das geht gerade noch so. Und das war's. So, speichern. Jo. Vorige Daten überschreiben. Jawohl, ja. So wollen wir das tun. Bass. The beats. The bass. So, Mitwirkende haben wir noch nicht. Trailer. Was ist Trailer? SSX3. Okay, das machen wir alles nach, später, am Ende des Spiels. Ha? Jetzt. Vielleicht sollte ich das automatische Speichern doch deaktivieren. Go Underground. Jetzt kommt nämlich erstmal ein Intro-Rennen. Willkommen im Underground-Modus. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm es mit den härtesten Jungs der Straße auf und beweise, dass du der beste Fahrer bist. Sieger sahen tolle Bonis und Upgrades ab. Verlierer können nach Hause gehen. Zeige allen, dass du dazugehörst, indem du ein 2-Runden-Rennen durch die Stadt gewinnst. Kriege ich hin. Da glaube ich doch fest an mich. Müsste, glaube ich, in einem Integra sein, das Intro-Rennen. Yep, ist ein Integra. Mit etwas anderen Rückleuchten, die erinnern eher an einen Supra, aber ist trotzdem Integra, sprich 1,8 Liter Motor mit 190 PS im Original und Frontantrieb war bei einem Gewicht von ungefähr 1,2 Tonnen. Und dreht, glaube ich, bis 8.500, irgendwie so hoch. Ah, reagiert etwas direkt hier über dem Steuerkreuz. Etwas direkter, als ich es auf der Tastatur am Computer gewohnt bin. Uah. Gummiband-KI ist ja auch deutlich spürbar. Wie schön unscharf das ist. Auch wieder ein Effekt, den ich mir auf dem Computer lobe. Da kann man nämlich so einen Quatsch wie Tiefenunschärfe deaktivieren.
Ja, gewonnen. Davon träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen, das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Es ist jetzt völlig wurscht, welchen man nimmt. Ob man den Golf GTI nimmt, den Honda Civic, den Peugeot 206 oder den Mazda MX-5 oder gar den Dodge Neon. Sie sagt jedes Mal, ouch. Habe ich schon ausprobiert, ist völlig wurscht. Sie sagt jedes Mal, ouch. So, was nehme ich denn jetzt vor Schreck? Ich habe eigentlich immer ein Auto genommen, wegen Driften und so, was guten Heckantrieb hat. Deswegen fällt der Golf schon mal aus, der Civic fällt aus, der Peugeot fällt aus und der Neon fällt aus, weil die haben alle Frontantrieb. Dann bleibt tatsächlich nur noch der Mazda übrig. Wie viel Kohle habe ich denn eigentlich überhaupt? Ach, da oben 10.000. Und der hat, glaube ich, auch die besten Werte. Also, ich habe es auch mal am Anfang hier mit dem Civic gemacht. Das geht jetzt auch. Ist jetzt nicht schlimm. Aber muss man halt nachher so viel jedes Mal umtauschen, die Kiste. Wenn man dann driften will, weil driften mit dem Fronttriebler ist echt ein bisschen scheiße hier. Also auf dem Computer zumindest, wie auf der Playstation weiß ich es noch nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich dieses Spiel auf der Playstation spiele. Na, Premiere auch für mich. So, wir können mal gucken hier. Ja, ist besser. Wir nehmen den MX-5 und sie sagt gleich wieder, ouch. Mann, das war echt schwach. Oder sowas. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. So wir beide, du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm. Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Genau, sollte eigentlich eine frei befahrbare Stadt werden, wo man dann die Rennen so direkt auswählen kann, beziehungsweise hinfahren kann zur Stadtkarte. Haben sie nicht geschafft, das haben sie dann erst in Underground 2 geschafft, aber so wie Underground 2 geworden ist, sollte ursprünglich auch Teil 1 werden. Deswegen gibt es wahrscheinlich von Underground auch 2 Spiele. Aber man kann sie jetzt hier am Anfang, also es gibt immer so ein paar Rennen, die man absolvieren muss. Und bevor es dann quasi weitergeht in den nächsten Fortschritt des Spiels, wenn man es mal so ausdrücken will. Und da gibt es verschiedene Schwierigkeitsmodis, das seht ihr auch gleich. Also wenn ich jetzt hey, hier Bruder, den nehme. Ich bin José. Sam sagt, ich soll dich im Auge behalten. Meint, du würdest die Straße auf den Kopf stellen. Willkommen auf der Straße und mal sehen, was du so kannst. Genau, also es gibt hier halt für jede Kategorie von Rennen gibt es halt einen anderen Antagonisten, Gegenspieler. Wechseln noch ab und zu. Hier ist es halt José bei den Runden, beim Rundenkurs. Dann haben wir hier beim Sprint. Da sollte es eigentlich Mr., ich nenne dich jetzt einfach mal Glückspilz sein. Krass, Kid, das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Driftszene. Zeig mal deine Moves. Ich bin dort und stehe gern quer. Genau, die verfolgen einen jetzt so ein bisschen weiter. Wenige bis zum ersten Platz. Aber einige halt schon. Drag. Ich bin Derek. Ach, der ist das. Klatsch für meine Freunde. Dich nenne ich Glückspilz, denn du wirst viel Glück brauchen, um mich zu schlagen. Genau, ist halt jedes Mal so ein anderer Typ. Runden-K.O. Und da kann man sie halt auswählen. Fahren muss man sie sowieso alle. Und oben rechts in der Ecke seht ihr halt, dass das, welches Rennen das dann ist. Also wie viele Rennen wir halt schon absolviert haben. Oder das wievielte Rennen wir halt fahren. Von in Summe 111. Ja, und wie es dann losgeht, also ihr seht dann hier hey, auch... Bruder, ich bin José. Ja. Ich soll dich im Auge behalten. Meint, du würdest die Straße auf den Kopf stellen. Willkommen auf der Straße und mal sehen, was du so kannst. So, und da kann man hier halt den Schwierigkeitsgrad sich aussuchen. Unten ist, also die Zahl, die da steht, ist halt das Geld, was man bekommt. Und von dem Geld muss man sich nachher Tuningteile kaufen. Und man braucht auch optische Besserungsmöglichkeiten, Kits und sowas, was man dann an sein Auto ranklatscht, damit man mehr Respekt erhält. Weil ansonsten geht es dann nämlich auch nicht weiter. Und dazu braucht man Geld. Man kann theoretisch gesehen alles mit auf leicht hinkriegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Wird dann allerdings ein bisschen knapp.
wird echt ein bisschen knapp. Wer es auf schwer alles durchkriegt, der hat nie Geldprobleme, gibt es halt kein Problem. Auf Mittel, also ich, meine Erfahrung auf dem Computer war, die ersten paar Rennen kann man auf Mittel noch gewinnen. Und ich sag's mal so, ab Rennen 20 in etwa, dann umsteigen auf leicht, weil sonst wird's echt zu heftig. Also insbesondere die Drag-Rennen später, die auf Mittel oder schwer, so gut bin ich dann doch nicht. Naja, wurscht. Auf jeden Fall, wir fangen dann jetzt an mit Mittel. Jetzt heißt aber nicht jetzt, sondern das machen wir im nächsten Video, wenn es dann sozusagen richtig losgeht. Also bis zum nächsten Video. Tschüss.